Im Alter von 79 Jahren hat die traurige Nachricht über Jürgen Drews die Herzen der Fans in ganz Deutschland und der Welt erschüttert. Er, der als König von Mallorca bekannt war und unvergessliche Hits wie Ein Bett im Kornfeld schuf, musste in seinem Leben viele Trauer und Enttäuschungen ertragen. Obwohl er eine Legende der deutschen Popmusikbranche ist, ist Jürgen Drews Leben nicht so voller Rosen wie der Ruhm auf der Bühne. Jürgen Drews begann seine musikalische Karriere schon in sehr jungen Jahren und machte sich schnell einen Namen mit Bands wie Lee Humphries Singers und anschließend einer Solokarriere mit dem Hit Ein Bett im Kornfeld. Doch obwohl er 1999 von der Öffentlichkeit geliebt und als König von Mallorca berühmt wurde, erlebte er auch viele persönliche Tragödien und Traurigkeit, von denen nur wenige Menschen wissen. Im Jahr 2022 musste Drews aus gesundheitlichen Gründen sein Karriereende bekannt geben. Das ist eine schwierige Entscheidung für einen Künstler, der sein ganzes Leben auf der Bühne verbracht und sich der Musik verschrieben hat. Sein Körper erlaubte es ihm nicht mehr, weiter aufzutreten, was ihn zu tiefer Trauer darüber machte, dass er seine lebenslange Leidenschaft aufgeben musste. Die Fans bedauerten es, aber für Drews war es der Verlust eines Teils seiner selbst, den er nicht verhindern konnte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich, insbesondere als ihn das Alter belastete und er dem Druck der Bühnenbeleuchtung und dem Jubel des Publikums nicht mehr standhalten konnte. Trotz seines großen Erfolgs hat Jürgen Drews in seiner Musikkarriere auch viele Misserfolge und Enttäuschungen erlebt. In den 1980er Jahren versuchte er unter dem Pseudonym J.D. Drews eine Musikkarriere in Amerika zu starten, in der Hoffnung, diesen großen Musikmarkt zu erobern. Das von ihm veröffentlichte Album hatte jedoch nicht den erwarteten Erfolg. Die Single Don't Want Who erreichte nur Platz 79 der Billboard Hot 100 Charts, ein Ergebnis, das Drews enttäuschte. Obwohl das Album positive Kritiken von Musikmagazinen wie Billboard erhielt, brachte es kommerziell nicht den erwarteten Erfolg. Der Misserfolg in Amerika war für Drews nicht nur ein beruflicher Schock, sondern auch ein emotionaler Schmerz. Er hat viel Mühe und Hoffnung in dieses Projekt gesteckt, aber die Ergebnisse waren nicht wie erwartet. Dadurch wurde Drews klar, dass er zwar in Deutschland erfolgreich war, der Wiederaufbau seiner Karriere in einem anderen Land jedoch nicht einfach war. Ramona Drews, Jürgens Frau, ist die Person, die ihm in den vielen Höhen und Tiefen des Lebens immer zur Seite stand. Sie heirateten 1995 und von da an wurde sie selbst in den schwierigsten Zeiten Drews treue Begleiterin, Unterstützerin und Ermutigerin. Ramona versuchte immer, das Privatleben ihres Mannes privat zu halten und wollte die Öffentlichkeit nicht über den Schmerz informieren, den er hinter dem Rampenlicht erduldete. Eines der Dinge, die Ramona nicht öffentlich preisgeben wollte, war die Tatsache, dass Jürgen Drews seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich allmählich, und das war auch der Grund, warum er sich 2022 dazu entschloss, sich aus der Unterhaltungsbranche zurückzuziehen. Ramona möchte den Fans nicht nur Bilder von Jürgens letzten Tagen voller Krankheit vor Augen führen, sondern möchte, dass sie ihn als Künstler voller Energie und Leidenschaft auf der Bühne in Erinnerung behalten. And it ended up being a wild success. Thank God. Do you find that you guys intentionally engineer moments like that? I mean, I know that some people are wired that way. They have to do these big things and kind of create these, I guess, create force for them to go out and move. And I would equate, you know, you paying Grant 100 G's to come speak and then not having the events
So that sounds like some people would intentionally engineer an experience like that so that they move. Is that an intentional practice of yours, or is that just kind of how it worked out at the time? I think that go big or go home is definitely intentional for Yeah. us. And there's many moments in life, even deciding to pay, like doing Platinum Partners, I think it was like $75,000 for one of us and 50 for the other or something. Like it was outrageously expensive at a time when that was a big financial decision for us. And it was made like that, right? Like this is where we want to move, and we're not going to think about it until after we say yes, and then we're going to think about it. Tim was like, when we made that decision, he wanted me to be the one that said no. Like he thought I would say no, we shouldn't do it when he suggested it. And he still tells the story. He's like, I was trying to impress you a little bit. Like our relationship was still pretty new, you know. I thought that you would be like the voice of reason, and I'm like, yes, let's do it. And so then we were stuck. So I think that we always push ourselves to go outside of our comfort zone. That's for sure. What's consistently been on the other side of fear for you? It's always a big win. And no matter if what we're doing works out the way that we want it or not, it's a big win because there's so many lessons involved. I think even